Die Pfingstgeschichte etwas anders erzählt. Mann, oh Mann, oh Mann, war da wieder viel los in Jerusalem. Zum jüdischen Erntefest, da kamen viele Menschen nach Jerusalem. Aus Nordafrika, aus Griechenland, aus Rom, überall aus der Welt. Auch die Freunde und Kumpels von Jesus hielten sich in Jerusalem auf. Naja, aufhalten ist gut gesagt, sie versteckten sich, und zwar regelmäßig in irgendwelchen Häusern, um sich zu besprechen. Immer wieder hörten sie es gedämpft durch die kleinen Fenster und Spitzen hinaus. Aber ihnen war gar nicht nach Lachen zumute. Manche waren sogar richtig mutlos und manche hatten brutal Angst. Sie vermissten Jesus. Naja, Jesus war ja nicht mehr bei ihnen, sondern bereits bei Gott im Himmel. Die Freunde von Jesus erzählten sich die Geschichten bis tief in die Nacht hinein. Ja, es konnte schon mal spät werden. Das Problem war immer dabei, wenn sie dann hinausgingen, durfte sie ja keine der Menschen erwischen. Sie hatten so furchtbare Angst, dass sie jeder einsperren könnte. Naja, und dass sie vielleicht den gleichen Tod erleiden würden wie Jesus. Da ging plötzlich den Jüngern ein Licht auf. Da heulte und brauste ein Sturm durch das Haus. Erschrocken blickten die Männer und Frauen sich an. Und dann erschienen so leuchtende, komische Flammen. Und jede dieser Flammen flackerte auf einem. Komisch, es war feurig. Es waren wie Zungen, wie so Feuerzungen. Was war nur in diesen Feuerzungen drin? Steckte da der Geist Gottes vielleicht drin, der ihm plötzlich gute Ideen, viel Kraft und Mut schenkte? Den Freunden Jesu ging buchstäblich ein Licht auf. Nun wussten sie, was ihre neue Aufgabe war. Sie wollten den Menschen von Jesus erzählen. Sie sprangen auf und gingen hinaus auf die Straße. Viele kleine und große Besucher des Erntefestes, dicke, dünne, alles gemischt. Arme Reiche und viele mischten sich natürlich unter das Volk. Und die Jünger gingen plötzlich mit einer Kraft und einem Mut durch die Menge. Die Besucher des Erntefestes blieben stehen und lauschten gespannt den Worten der Jünger zu. Immer mehr Menschen kamen. Ja, es wurde richtig voll hier. Also es war ein Gedrängel ohne Ende. Die weitgereisten Zuhörer waren verblüfft, denn sie hörten die Geschichten in ihrer Muttersprache. Das gibt's doch gar nicht. Hatten denn nicht noch gerade die Freunde von Jesus aramäisch gesprochen, so einen komischen Dialekt, wo kein Mensch versteht, wo keiner weiß, was das sein soll? Und plötzlich können wir sie verstehen? Aber jetzt hörten zum Beispiel die Besucher Arabisch, wenn sie arabischstämmig waren, oder Griechisch oder Latein. So verstanden sie, was die Apostel über Gott und Jesus erzählten. Ein ganz Vorwitziger machte sich allerdings über die Anhänger Jesus lustig. Also, es ist ein bisschen zu viel getrunken. Ich glaube, ihr seid besoffen, ihr alten Ihr seid voll betrunken. Das ließ natürlich Petrus, einer der Kumpels von Jesus, nicht auf sich sitzen. Er war schon ein bisschen garantig darüber. Nein, keiner von uns ist betrunken. Gott hat uns durch seinen Geist das Talent gegeben, in vielen Sprachen von Gott zu reden. Bereits vor vielen hundert Jahren sagte dies der Prophet Joel voraus. Jeder soll wissen, dass Gott den Menschen liebt und dass der Tod nicht das Ende bedeutet, weil Jesus wieder auferstanden ist. Vielen dieser Menschen, und es waren Tausende, die gefiel diese Botschaft. Petrus riet ihnen, dass sie sich taufen lassen sollen. 3000 Männer und Frauen befolgten seinen Ratschlag. Haha, eine ganze Menge. Damals tauchten die Jünger, die erwachsenen Täuflinge, noch vollständig unter Wasser. Da ist ganz schön was zu tun. Von nun an lebten sie mit den Freunden Jesu zusammen. Es machte ihnen Spaß, mit den anderen gemeinsam zu essen und zu beten. Die ersten christlichen Gemeinschaften und Gemeinden entstanden. Aus diesem Grund, und keinen anderen gibt es, feiern wir auch am Pfingsten den Geburtstag der Kirche.
Deshalb Happy Birthday.